Testspiel oder Pflichtspiel? Ich denke, für die Spieler ist es immer was Besonderes, im Trikot der Nationalmannschaft aufzulaufen. Bin ich bei dir, Wolf. Das zeigt nun einmal, dass sie zu den besten Kickern im Land gehören. Und für den Trainer geht es natürlich darum, in so einem Testspiel Dinge auszuprobieren. Hier nun die Aufstellung der Gastgeber. Werfen wir einen kurzen Blick drauf. Sie gehen es heute zunächst mal etwas defensiver an, oder Buschi? Das ist jetzt keine Mauertaktik. Immerhin sind ja auch zwei Stürmer auf dem Platz. Aber das Mittelfeld wird schon zurückgezogen agieren. Und da haben wir die Startformation der Gäste. Sie spielen es heute im 4-5-1, wenn ich es richtig sehe. Das ist richtig. Ein wirklich massives Mittelfeld. Aber es ist klar, genau von hier muss dann die Unterstützung nach vorne kommen, da müssen sie nachrücken. Der Schiedsrichter pfeift diese Partie an. Das könnte eine Gelegenheit werden. Und jetzt gehen sie über die Flügel. Die Flanke kommt gut rein. Die Flanke hat er. Entscheidet auf Foul, aber da kann er die Verwarnung noch stecken lassen. Da passt er auf und kann klären. Ganz einfach an den Ball gekommen. Wird's jetzt gefährlich. Und da verlieren sie den Ball. Auch ein Einwurf kann Gefahr bringen. Sie müssen konzentriert verteidigen. Gut aufgepasst und abgefangen. Weiter geht es mit einem Einwurf. Guerrero. Da kommt der Pass auf außen. Das wird Abstoß geben. Das macht er gut. Gibt's jetzt die Gelegenheit? Der Ball kommt. Da ist er da und hat die Flanke. Da trennt er ihn fair vom Ball.
mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Abwehr hat aufgepasst. Der Ball ist draußen, es gibt Einwurf. Er schießt. Tolle Aktion vom Torwart. Wie immer Hektik im Strafraum vor dem Eckball. Das wird jetzt Abschluss geben. Das macht richtig Spaß. Das sind große Momente für jeden Keeper. Klasse gehalten. Tolle Aktion. Der Ball ist über der Linie. Einwurf. Und Ecke. Jetzt können Sie gleich den Ball einwerfen. Er wirft den Ball schnell ein. Guerrero. Das könnte die Chance werden. Flanke kommt, wird das eine Chance? Mit der Faust kann er hier retten. Jetzt gibt es einen Einwurf. Und William Carvalho. Und er geht an ihm vorbei. Jetzt wird es gefährlich. Jetzt schießt er. Ball schon wieder weg. Gut gemacht. William Carvalho. Jetzt der Schuss. Den hat er gut erwischt, aber der geht knapp daneben. Sehr gut aufgepasst. Und William Carvalho. Wird das eine Torchance? Schussversuch. Da geht er runter und kann den Ball abwehren. Jetzt die Ecke. Vielleicht geht da was. Jetzt könnte es gefährlich werden. Aus der Entfernung wäre es das Tor des Jahres. Ecke für Portugal. Und jetzt der Lupfer. Schade, das war richtig, richtig knapp. Um ein Haar hätten sie die Führung erzielt.
Gutes Tackling. Chance vertan. Die Kugel ist weg. Da geht er dazwischen. Jetzt müssen sie aufpassen. Da trennt er ihn vom Ball. Das war eine richtig gute Möglichkeit, aber jetzt der Ballverlust. Der Ball ist weg. Gibt es jetzt einen Gegenangriff. Jetzt Ronaldo am Ball. Und er schießt. Der Abschluss war nicht präzise genug. Der Ball geht doch ein gutes Stück am Tor vorbei. Selten genug, aber heute mal keine gute Leistung von Cristiano Ronaldo. Ja, das ist zu wenig, was er hier heute zeigt. Das kann er viel besser und das weiß er auch selbst. Und jetzt wird es Einwurf geben. Guerrero. Und da verlieren sie den Ball. Hinten stehen sie kompakt, aber kommen sie jetzt vielleicht durch. Ronaldo am Ball, das könnte gefährlich werden. Klasse Einsatz, aber kommt auch an den Ball. Oh, ich dachte, die machen mehr in dieser Szene. Aber jetzt haben sie den Ball verloren. Højlund. Keine Tore zur Pause für beide. Die Portugiesen wechseln hier aus. Und jetzt geht's hier weiter. Guerrero. João Mario. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Lassen den Ball laufen, aber jetzt bräuchten sie auch mal einen Zug zum Tor. Sie rücken schön nach, bieten sich an. Und er schießt! Cristiano Ronaldo! Sie wollen die Führung, aber die Chance vergeben. Das war schlecht vom Abwehrspieler. Da gewinnt er den Zweikampf. Tolle Flanke. Flanke abgefangen, gut gemacht vom Abwehrspieler. Jetzt liegt es vor allem an den Kreativen, hier mal eine Idee zu entwickeln. Sonst kommen sie gegen die Abwehr nicht durch. Gleich wird hier gewechselt. Die Gäste werden einen frischen Mann bringen. Ein guter Doppelpass. Das könnte die Chance werden. Er passt gut auf und hat den Ball. Eder. Und jetzt der Schuss. Sehr gut gemacht vom Torhüter. Gut reagiert vom Torhüter. So verhindert er den Rückstand. Sehr guter Einsatz. Und jetzt Portugal. Muss Einwurf geben. Eder. Das wird nochmal Einwurf geben. Højlund. Arfield. Halbe Stunde noch, dann ist das Spiel vorbei. Fair
schwerer Einsatz hier. Der Ball ist draußen, wird Einwurf geben. Super gelöst, den Ball hat er. William Carvalho jetzt. Jetzt haben sie den Ball. Und direkt zurückgespielt. Da kommt der Pass auf außen. Sie warten ganz geduldig auf ihre Chance. Vielleicht müssen sie das Tempo aber auch nochmal anziehen, um hier zu einer Torchance zu kommen. Und Ronaldo. Jetzt wird's gefährlich. Der Ball ist über der Linie. Einwurf. Und nun Ronaldo. Und das war's mit dem Angriff. Er fängt den Ball ab. Die Gäste werden wechseln. Der Ball ist weg und jetzt könnte der Gegner angreifen. Gibt's jetzt die Gelegenheit? Jetzt die Gelegenheit. Das war eine große Gelegenheit. Ganz knapp vorbei. Fast die Führung, aber eben nur fast. 20 Minuten haben wir noch auf der Uhr. Mal sehen, was sich noch tut. Guter Ball nach draußen. Das macht er gut. Es gibt hier Einwurf. Da gibt er Freistoß. Arfield. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Da schießt er. Sie geben Gas, wollen die Führung erzwingen, aber nicht in dieser Szene. Schauen wir auf den Ballbesitz, Buschi. Alles ausgeglichen hier, die nehmen sich nicht viel. Klar, gibt Einwurf. Und jetzt über Ronaldo. Er macht das Spiel schnell. Die Mitspieler kommen ihm zu Hilfe. Und jetzt der Schuss. Das war eine gute Chance, aber der Ball wird abgeblockt. Den Zweikampf führt er gut, jetzt hat er den Ball. Cedric. Das könnte gefährlich werden. Gut aufgepasst vom Torhüter. Den Ball hat er. Klasse Technik. Eder. Sie sind geduldig und warten. Eder! Der Ball prallt zurück vom Pfosten. Es bleibt also beim 0:0 und das hat er richtig stark gelöst. Er hält sich gerne auf einer Linie mit den Verteidigern auf, aber dann hat das Timing nicht ganz gestimmt. Guerrero. Pass zu Ronaldo. Das könnte die Chance werden. Er ist da und kann den Ball hier klären. Auch ein Einwurf kann Gefahr bringen. Sie müssen konzentriert verteidigen. Nun Pepe am Ball. Sauber vom Ball getrennt hier. Pass auf die Außenbahn. Gefährliche Flanke. Kompromisslos geht er dahin. Sehr gut. Und da ist der Torwart da. Er hält das ohne. Und die Möglichkeit. Højlund. Da passt der Torhüter auf.
Kein guter Abschluss hier. Ungewöhnlich für ihn. Ja, war er einen Moment unkonzentriert und dann geht's schnell. Cedric. Wird das eine Torchance? Hier konnte sich kein Team... Jetzt gilt's, das Elfmeterschießen beginnt. Oh nee, den Ball setzt er ein gutes Stück daneben. Da war der Druck für ihn wohl zu groß. Kann es sein, dass... Er macht ihn nicht! Der Ball an dem Pfosten und ins Aus. Und der Ball geht rein. Es war genauso geplant und richtig sicher gemacht. Auf mich wirkt er ein bisschen angespannt. Ich finde, er hat Glück, dass er hier nicht zurückgepfiffen wird, Buschi. Ja, das war grenzwertig, Wolf. Der bleibt fast stehen. Der Ball geht an den Pfosten. Der Ball geht nicht rein. Der Keeper hält's. Und das hat er richtig stark gemacht. Super verwandelt. Keeper verladen, keine Chance. Ja, und riskant. Es gibt Schiedsrichter, die das abpfeifen. Also, was für ein Heber. Ein super Tor. Ein schwacher Schuss und der Ball geht vorbei. Da ist ein bisschen locker rangegangen, auch beim Elf. Starker Schütze, ganz souverän. Total sicher verwandelt. Das muss ein ganz schöner Druck sein. Trifft er nicht, bedeutet das die Niederlage. Er verschießt. Aus. Vorbei. Und da hat man schon vorher sehen können, dass das nichts wird. Es war einfach zu viel Druck für ihn. Ein richtig schwacher Elfmeter. In den nächsten Wochen werden sie wohl wieder verstärkt Elfmeter trainieren.